Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Tja, und wir sind wieder 2 Jahre in der Vergangenheit. Na dann, wollen wir mal sehen. Oh Gott, wir haben anscheinend einen epischen Kater. Sonnenbrille. Das A und O, ja, mit der Sonnenbrille. So, ja, scheißegal, wir sind drin. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Ja. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. So, was ohne haben wir denn hier schön? Schmerzmittel würde ich es vielleicht nicht rausschaffen. Na denn, klingst du dir ein, Alter. Die Painkiller. Rum. Ach, viel besser. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Das war wirklich sehr schnell. Ansonsten hätte ich jetzt noch gesagt, komm, wir brechen noch mal ein bisschen. Und dann geht's. Vielleicht lassen wir uns auch an diesem luxuriösen Bad einfach mal eine Wanne ein. Aber egal. Komm, wir gehen mal weiter. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Eine neue Nachricht. Schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Ja, Barry, das haben wir. Ja, ich fühle mich immer noch wie vom Truck überfahren. Ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Naja, schon klar, Barry. Sieh dir die Show an. Okay. So. Oh, warte mal, hier ist noch ein Schlüssel. Den werden wir jetzt aber scheinbar nicht nehmen können. Wir müssen uns erstmal die Show anschauen. So, oh, komm her. Bisschen Fernsehen gucken. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller. Lippensynchron vom Feinsten. The Sudden Stop. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Ja, sieht gut aus. Liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Dankeschön. Denen, die danke. Das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen... Oh, was ist hier Krawatte, Alter? Wie sieht denn das aus? So ein Harald Schmidt für Arme. Nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Das ist schwierig. Wann lässt er deine Hauptfigur sterben? Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken Sie immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in der Nacht. Jede Menge Partys und... Die Einsprecher sind ja der Hammer, Alter. Oh Mann, das ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. So, wer ist der Dude neben mir? Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie oh, nice. Sam Lake. tatsächlich einer der ich glaube, Creative Directors von Remedy. Manchen von euch wird er bestimmt bekannt sein als tatsächlich das Gesicht von Max Payne aus Teil 1 und 2. Schön. Geht es jetzt in die Trinkerei? Weißt du was? Ich hätte ihren Rat befolgen sollen, aber plötzlich war ich...
Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Tja, da ist doch Bright Falls genau das richtige Ziel für euch. Nicht! Verdammt! Wieso? Bright Falls. Heute. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Okay, wir sind immer noch im weißen Raum, also im Raum des Lichts. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um mit alles wieder Klicker gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm ihre Waffe. Muss man doch nicht gleich mit der Waffe drauf zielen. Also, da kann man einfach sagen so, nein. Bleib hier. Oh, Barry. Viel Glück, Al. Ja, auch Kumpel. Wir sehen uns später. Oh, Tränchen. Okay, also wir sind auf dem Weg zum Cauldron Lake. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Können wir mit dem Klicker tatsächlich auf Tag switchen? Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Das ist noch ganz schön weit hin. Ist der blöde Festtagswagen unten? Nee, noch nicht. Doch, da ist er. Schön. Oh, mit diesem hässlichen Reh hinten drauf. Oder mit dem Hirsch. Alter, der See war übelst weit weg. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben. Eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Ah, sehr schön. Wir können wenigstens mit dem Auto fahren, das ist schon mal sehr cool. Jetzt so, tagsüber wird es ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele Probleme mit irgendwelchen Finsternisgestalten geben. So, dann fahren wir mal. Kann ich eigentlich hupen? Nein. Ein Radio wäre cool. So. Ah, wir sind weit gefahren, muss man eine Raststätte ran. So, haben wir hier irgendwas Schönes? Ah, da liegen Batterien. Also man könnte es jetzt auch direkt machen, ne? Man könnte direkt fahren jetzt irgendwie und jetzt ja nicht so groß irgendwie überall anhalten. Aber man, ja, verpasst natürlich auch eine Menge Sachen. Und das fliegt doch nicht. Frage ist jetzt natürlich halt auch, ob wir jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, überhaupt noch Manuskriptseiten finden, wenn wir jetzt auf dem Weg quasi zur letzten Seite eigentlich sind. Ah, da hinten. Ach komm, ich fahr einfach mal weiter. Ich fahr jetzt mal direkt den Weg. Wenn jetzt hier nicht gleich sofort irgendwas mega Interessantes neben mir ist. Wie dieses Haus, diese Scheune. Ah, wird nicht sein. Oh, okay. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt darüber können. Können wir jetzt einfach durchlaufen? Und vielleicht können wir den Van. Nicht doch. Ich hab noch nicht meine Taschenlampe. Das ist natürlich nicht so geil. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Scheiße. Können wir die nehmen? Nein, können wir nicht. Ach, Mist.
Ja, und da sitzen schon wieder die Krähen. Ich werde ihre Frau töten. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Interessant. Aber das Gute ist, ich habe gleich die Handlampe. Die ist die Beste. Die ist die Beste. So, was ist... Fuck. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Tageslicht passiert? Mann, so ein Murks. So, Manuskriptseite. Das Dunkel versuchte nicht mehr, den Schriftsteller zu fangen, damit er das ersehnte Ende verfasste. Der Schreiber wusste zu viel. Er war zu stark und trug eine Waffe, die Thomas Zane hinterlassen hatte und die das Dunkel verletzen konnte. Jetzt tat es alles, um den Schreiber davon abzuhalten, Cauldron Lake zu erreichen und damit seinen finsteren Ursprungsort. Tatsächlich weiß ich noch nicht wirklich, wie der Klicker eine Waffe sein soll. Also da fehlt es mir jetzt gerade so ein bisschen an Vorstellungskraft. Wir werden sehen. So, was haben wir denn hier? Suzuki? Was ist das für eine Karre? Okay, wir fahren mal weiter. Oh. Hoppala! Entschuldigung! Bumsidi. Okay, oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Diner, können wir hier... Hallo. Hier würde ich mal kurz einen Abstecher machen. Das sieht mir sehr interessant aus. So, erstmal nochmal richtig einparken hier. So, naja. In der Fahrstuhle habe ich es besser hinbekommen. Nicht. So. Okay, da vorne haben wir einen Emergency-Kasten, da gehen wir erstmal ran. Und dann würde ich mir hier gerne reingehen. Was ist das? Ist das Motel? So, Revolvermunition, eine Batterie. So, hier scheint der Eingang zu sein. Vielleicht finden wir eine Manuskriptseite. Oder sogar Besseres. Vielleicht eine gute Waffe oder so. Oder eine Thermosflasche auf Toilette. Warum auch immer. Das Majestic Motel. Allgemeine Informationen. Bei allen Reservierungen fällt eine rückzahlbare Kaution von $100 an. Wir akzeptieren alle führenden Kredit- und EC-Karten. Keine Checks. Die Zimmer sind bei der Abreise bis 10 Uhr zu verlassen. Keine Lottomusik, keine Haustiere. Ein Fahrzeug pro Wohneinheit. Hauseigene Anlagen sind nur den Gästen vorbehalten. Keine Besucher nach 21 Uhr. Keine Ausnahmen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Majestics oder Majestic. Beachten Sie auch unsere Rabatte für Senioren und Veteranen. Aha. So, oh, Schrotflinte, wunderbar. Und eine Schrotflinte, wunderbar. Das läuft doch. Ach Gott, jetzt kann ich ja noch... was ist denn das? Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Okay. So, was sind das hier für Fotos? Das sind alle von mir bestimmt. Ah, nee, guck mal, von Pat. Von dem Typen, von dem Wohnpark. Der Doktor. Okay, der Sheriff, also tatsächlich alle, mit denen wir Kontakt hatten, irgendwie. Oh, Blindgranaten. Yes. Das ist ja mal... Aber wieso? Wie ist immer noch nicht die Intention irgendwie? Warum? Sie auf sich und ihre Kollegen. Oh no, ich hätte es geglaubt. So, wo mal hier hin? So, war gar kein Problem für mich, sondern schau mal kurz in die anderen Zimmer rein, ob wir da rein können. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das von Nightingale war das Einzige, wo wir wahrscheinlich rein können. Ja. So, was ist das hier oben? Kann ich hier rüber? Monster-Stunt? Kann man hier Monster-Stunts finden? Oh, ich nehme natürlich den Plymouth. Ah, okay, alles klar. Also hier musst du definitiv absteigen. Hier kommst du auch nicht mehr mit dem Auto weiter, wahrscheinlich.
So, ansonsten hier vorne ist auch nichts. Okay, dann rein in den Plymouth und weiter geht die lustige Reise mit uns. Ist ja auch mal interessant, irgendwie, wenn man mal ein Level hat, wo man mehr fahren muss, tatsächlich. Ist cool. Fällt mir. So, haben wir hier vorne noch irgendwo? Irgendwie Graffiti? Nee, haben wir nicht. Ach, so eine hässliche Farbe noch, Alter. So. Let's do it. Ach du Schande, Alter. Nein. Das ist einfach aussichtig. Nein, Mann! Fahren! Lass mich! Lass, nein! Mein schöner Plymouth! Naja, jetzt hat's jetzt eher Licht. Warte mal, kann ich da nebenbei? Kann ich da langfahren? Ah, das, meine Motorhaube hat schon zerledert. Mann, so eine Scheibenkleisterei. Alter, die Kram fahren sich nicht geil. Naja, vorne kommen wir auch nicht vorbei. Alles klar, nicht raus. Ja, macht da das Auto kaputt, ihr Penner. Macht da das Auto kaputt. Das ist mir da wurscht. So, laufen wir mal. Kann ich hier dran vorbei? Nope. Okay, ich muss wirklich durch die Mitte. Ärgerlich. Na gut, okay. Also, wir hätten die Karre jetzt hier stehen lassen müssen. Ich hätte es gerne etwas stilvoller getan. Naja, egal. So, kurz mal ein bisschen ausruhen hier. Ah, hier vorne haben wir ein paar Leuchtfackeln, sehr gut. Batterien. Oha, aber hier kommt jetzt hier gleich ein Kampf. Das ist mal. Das steht mir so fest mit dem Arm in die Kirche. So, nee, okay. Gegenstände sind echt die. Die sind tatsächlich fies, finde ich. So, was ist das da vorne? Ist das eine Figur, die da steht? Gehörnter? Okay, was... Vorne beim Auto ist... Oh, nein, 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 nein. Oh, schön, Alter. Der Karton ist noch vorne, oder? Auto, das ist doch auch tatsächlich irgendwie, oder? Das ist doch... Okay, nee, nee, nicht. Das ist okay, gut, dann nicht. Ha, oh, bitte nicht, ey. Die wackelt ja mal alles. Ist hier was drin? Schön Damage hier von den Dingern, ey. Oh. Ich muss weg, ich muss weg. Alter. Oh nein! Ach, verdammt. Ah, gut, er hat mich jetzt heruntergestoßen. Da ging nichts. Oh, echt jetzt? Oh no. Okay. Blöder Checkpoint, aber egal. Komm. Machen wir. Ey, ich schwör dir, wenn hier so ein Reifenpaar an die Birne fliegt, Alter, das war's dann. Da machst du nicht nur kurz. Oh, das war's, da bist du tot. Ist wirklich, wenn die Platten hier angehoben werden und du bist zu nah dran. Das ist richtig scheiße. Oh, also, ja. Schnell weg. Eieieiei. Okay, weiter vor. So, hier müssen wir passen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier muss er leiten. So, was noch? Was ist das hier oben, Alter? Was ist denn das?
Schwein gehabt. Ich habe meine Batterie nachgeschmissen. Okay, no. Schwein gehabt. Ach, das ist eine Baggerschaufel oder irgendwas. Okay. Das ist schon mal okay, nein. Oh, nicht doch. So, wo ist jetzt hingeflogen? Ist da gerade irgendwas nicht? Da ist er, das Fass. Sehr schön. Kurz am Warten, bis die Batterie wieder voll ist. Ach, es sieht wirklich unheimlich aus. Schön. Nein! Boah, die kommen nicht vorbei. Die kommen auch nicht vorbei. Hier links. Der nächste Plümmel steht schon bereit. Na, oh, Halleluja, Alter. Na, das war eine Nummer. Tatsächlich, glaube ich, so eine Karre wie bei Tanz der Teufel, oder? So, ich glaube, ich versuche einfach, ja, keinen Kontakt mit irgendwelchen Feinden zu haben. Was sind das, Alter? Die haben Autos! Die haben Autos? Das ist aber scheiße. Das ist jetzt aber mal scheiße. Alter. Oh, da ist Licht. In das Licht. Oh ne. So, steig mal aus. Schnell. So, mit denen können wir fahren. Ich würde mal ganz kurz nochmal oben in der zweiten Etage schauen, ob wir da irgendwas Nützliches finden. Hoffentlich. Bevor er dann noch mehr abdreht irgendwie und mein schönen Colsivas Auto da kaputt macht. Okay, eine Leuchtfackel. Ah, echt nur eine Leuchtfackel? Schade. Das ist ein bisschen lit, aber was soll's. So, na und komm vorbei, los. Jo, geile Schlurpe. Weiter jetzt. So elegant auswichen. Mann, das ist aber auch wirklich hier. Keine schöne Ecke. Es wäre schön, wenn man durchfahren könnte. Schwer aussteigen, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Warum denn? So, bleibt mal bei der Schlumpfe. Was? Kann ich den wahrnehmen? Okay, diese dunklen Flecken. Ja, von denen geht eigentlich tatsächlich nicht so wirklich eine Gefahr aus. Es sei denn, du läufst halt einfach nur rinnen irgendwie. Was mir auch schon passiert ist, aber ja, aus Unachtsamkeit tatsächlich. So, okay. Oh, verdammt. So, ich hoffe, das hat sie bereit. Oh.
Nein! Ach! Verdammt, jetzt sterbe ich ganz schön oft hier. Das ist doof. Grundsätzlich fand ich die Taktik jetzt aber nicht schlecht, eigentlich durchzurennen. Und einfach auf der Beste zu hoffen. Weil tatsächlich mit dem Schrotgewehr kannst du dich auch selbst durch die Finsternis halt durchschießen. Und das ist eigentlich ganz geil. Das war so ein bisschen, naja, ich sag mal so ein bisschen munitionsasend irgendwie, aber wenn du die gut kanalisieren kannst irgendwie und gut auf jeden Punkt ziehen kannst. Na, nicht der jetzt hier plötzlich angeschissen kommt. Wirf doch die verdammte Beschissene! So dachte ich mir das, wisst ihr? Und jetzt schön. Jetzt lass er kommen. Oder auch so. So ist natürlich noch sauberer. So, Manuskriptseite. Yeah! Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt, die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Und ich stelle fest, dass heute tatsächlich so ein Tag ist. Und dies wahrscheinlich auch so eine Folge ist irgendwie, wo man einfach nur richtig beschissen moderiert. Oder besser gesagt kommentiert. Ja, also, seht's mir nach. Seht's mir nach. So, mal schauen. Wie weit ist eigentlich der Weg bis zum Cauldron Lake jetzt hier? Also muss ich jetzt den kompletten Country hier irgendwie durchkreuzen? Oder wie? Oh, warte mal. Kann das sein, dass hier oben, da hinten gerade, eventuell eine Manuskriptseite war? Wirkte nämlich gerade so. Irgendwas hat da hinten geleuchtet, aber nee. Das war wahrscheinlich einfach bloß. Ach, schade. Hätte man sein können, irgendwie, dass man da irgendwie mit der Leiter hochkommt. Ich denke mal, hier werde ich jetzt auch wirklich bestimmt eine Menge übersehen. Irgendwie, weil man halt einfach hier neigt, das jetzt einfach nur Vollgas zu eben geradeaus zu fahren. So, okay. Wir müssen erstmal hochfahren, weil da drüben kommen wir nicht vorbei. Ist natürlich schön, dass sich das Spiel dadurch halt natürlich durch irgendwelche sehr, sehr unangenehmen Passagen einfach schleusen kann. Ja. So, hier haben wir nochmal Graffiti. Hab's gerade gesehen, da hinten. Da. So, wahrscheinlich kommt man hier durch. Obwohl, ne, da kommt man ja auch so rein. Oh, direkt hinter mir, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Schnell nachladen. So, Blendgranate. Und Leuchtpistole, wunderbar, schön. So, oh, ist aber eine Menge Sachen. Schön, wunderbar. So, gleich erstmal umschalten, bevor wir wieder mit der Leuchtpistole rumschlunzen. So, okay, hier geht's nach oben. Hier wollen wir tatsächlich sehr hochkommen. Wir gucken erstmal ganz kurz unten rein. Lesen. Oh, was haben wir da? Alle Besucher müssen sich beim Manager melden. Sie müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen, bevor Sie das Gebäude betreten. Wenn Sie einen bestimmten Teil suchen, fragen Sie danach. Zur Selbstentnahme ist eigenes Werkzeug mitzubringen. Tragen Sie Schutzkleidung. Warnung, Schrotthaufen können verrutschen. Gefahrenzone. Aha, okay. Gut, wir haben natürlich jetzt keine Haftungsverzichtung. Und
schon kriegen wir es hier mit den Mitarbeitern zu tun. Unterschreib den Haftungsverzicht. So, Jagdgewehr. Okay. Nee, ich bleibe tatsächlich mal jetzt erstmal bei dem Gewehr hier, was ich jetzt gerade habe. Das gefällt mir gerade sehr gut. So, heben wir mal hoch. Oh, okay. Hier haben wir einen Schalter, den wir drücken können. Oh nein. So, es ist zwar tatsächlich immer so ein bisschen... Läuft da unten irgendwo einer rum? Ich würde sagen, ja, wenn ich die Fußschritte höre. Es ist zwar so ein bisschen blöde irgendwie, dass du halt immer nur zwei Schuss hast. Aber dafür haben die halt echt Power, ne? So, kann ich jetzt einfach da hochfahren? Sollte ich einfach... Ich fahre einfach hoch, wa? Oh, hier vorne noch ein Schuppen. Ich denke, hier kommt gleich immer einen angeschissen, ey, wenn ich diese Tapse hier höre. Ich würde mal sagen, wir fahren mal. So ein Schrottplatz ist natürlich auch was ziemlich unheimlich jetzt in der Nacht und natürlich unter diesen ganzen Begebenheiten hier und den ganzen Grundsituationen. Es sah jetzt vielleicht, war jetzt nicht ganz so dynamisch. Wie eigentlich erhofft. Okay. Oh je. Irgendwas sagt mir, ich sollte vielleicht doch lieber im Auto bleiben. Oh nein, 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 nein. Nicht, dass mir das Ding jetzt hier auf den Deckel fällt. Okay, da hinten findet man was. Gehen wir mal hin. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier irgendwie so einen fetten Block Schrott irgendwie wegbewegen. Mit einem Kran. Manuskriptseite. Was haben wir noch? Revolvermunition. Drei Leuchtfackeln. Wunderbar. Und... Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Eine Lampe. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten. Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Aber das ist auch unheimliche Scheiße, Alter, was da nie geschrieben ist. Muss man mal wirklich sagen hier, mit seinem... Wie ist das Ding? Departure? Mann, Mann, Mann. So, okay, was kann man denn hier tun? Oh, warte mal, Leuchtfackel und Blendgranate nehmen wir natürlich... Oh, wir haben schöne Munition hier, schöne Munition, aber das werden wir wahrscheinlich nur gleich brauchen, alles. Na gut. Nein. Was war denn das?